Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten und ich zeige dir in diesem Video, wie der Philips Easy Smart and Warming Flaschenwärmer funktioniert und ob er hält, was er verspricht. Los geht's! Kurz vorweg, der Flaschenwärmer von Philips ist für Muttermilch und Babynahrung kompatibel. Zudem kann der Flaschenwärmer durch den intelligenten Temperatursensor sogar Milch oder Babynahrung auftauen. Dazu zählen ebenfalls Milchaufbewahrungsbeutel aus dem Gefrierschrank. Der Flaschenwärmer von Philips ist also vielseitig einsetzbar. Großartig etwas zum Lieferumfang muss ich nicht erzählen, denn wir bekommen im Karton lediglich den Flaschenwärmer mit vormontiertem Stromkabel geliefert. Der Philips Easy and Warming weist eine Abmessung von 160,4 x 139,9 x 148,55 mm auf. Gut zu wissen, du brauchst nicht unbedingt Philips Aventfläschchen oder Gläschen für dieses Gerät, es sind auch andere Herstellermarken möglich. Die Milch kann bis zu 60 Minuten warm gehalten werden, so bietet der Flaschenwärmer von Philips eine maximale Flexibilität. Gerät vorbereiten. Grundsätzlich ist die Vorbereitung immer dieselbe. Stelle dein Fläschchen in den Flaschenwärmer und befülle den Philips Easy and Warming mit Wasser bis zum Stand der Milch. Das Wasser sollte im Idealfall Raumtemperatur haben, so einfach kann es doch sein. Flaschenwärmer einstellen. Hast du deinen Flaschenwärmer vorbereitet, musst du eigentlich nur noch die Milchmenge auswählen. Du kannst zwischen 30 und 330 Millilitern wählen. Jetzt musst du nur noch Start drücken. Die Milch ist bereit, sobald die Fortschrittsanzeige leuchtet. Die intelligente Temperaturregelung passt das Erwärmen automatisch und gleichmäßig an. Es werden keine kochenden Temperaturen erreicht. Am Ende solltest du vor dem Füttern stets die Temperatur überprüfen. Mit gut 44 Grad Celsius ist die Milch etwas zu warm, aber das lag an der nicht ganz optimalen Menge von 100 Millilitern. Halte dich am besten an die Voreinstellungen, denn die Temperatureinstellung ist nicht stufenlos regelbar, sondern hat voreingestellte Werte. Eingeblendet siehst du noch einmal die Einstellungen in der Übersicht. Zu finden auch in der Bedienungsanleitung von Philips. Wenn du wissen möchtest, wie das Philips-Fläschchen mit Airfree-Funktion auch richtig funktioniert, dann klicke unten in der Videobeschreibung auf den passenden Link. Wir haben dir dazu ein kleines Tutorial erstellt. Reinigung. Zum Reinigen reicht einfaches Auswischen mit einem Tuch oder Schwamm. Achte darauf, dass du niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger, chemische Lösungsmittel oder scharfe Werkzeuge benutzt, um den Flaschenwärmer zu reinigen. Fazit: Meine Erfahrungen zu dem Philips Avent Flaschenwärmer sind hervorragend. Nicht nur, dass alle meine Bedürfnisse abgedeckt werden vom Funktionsumfang, sondern erleichtert er mir nicht nur die Arbeit, sondern macht mich auch flexibler beim Füttern. Du kennst es vielleicht, das Baby hat Hunger und zwar sofort. Es fängt an zu schreien und dann parallel den Herd anzustellen, Wasser zu kochen. Um die Milch irgendwie schnell aufzuwärmen, ist anstrengend und zehrt an den Nerven. Durch die 60 Minuten Warmhaltefunktion bleibst du entspannt, kannst das Fläschchen oder Gläschen fertig machen, auch wenn noch keine Anzeichen von Hunger vorhanden sind. Du kennst dein Baby aber genau und kannst abschätzen, wann es circa losgehen könnte oder sollte. Das Reinigen ist ebenfalls nicht aufwendig, das Gerät ist pflegeleicht. Die Möglichkeit, auch verschiedene Fläschchen von anderen Herstellern zu verwenden, rechne ich Philips hoch an, denn es wäre sicherlich auch anders gegangen. Nach 2 bis 3 Versuchen wirst du den Flaschenwärmer perfektioniert haben. Von mir gibt es sehr gute 4,8 von 5 möglichen Sternen. Ich bin mehr als zufrieden. Wenn auch du Interesse hast, dann verwende doch bitte unseren Link zum Produkt in der Videobeschreibung. Liken, kommentieren oder auch abonnieren ist eine tolle Unterstützung und tut nicht weh. Danke und bis zum nächsten Video, deine Test Venture Crew.